Fußball in Rheinland-Pfalz, darüber wollen wir sprechen, die kommende halbe Stunde. Herzlich willkommen zu Gut gekickt, dem Fußball-Fan-Magazin hier auf Gutenberg TV. Es geht um den ersten FC Kaiserslautern, das Kellerkind der ersten Liga, Platz 17 immer noch. Und es gab eine Schlappe auswärts gegen Gladbach. Da möchten wir drüber sprechen. Ich habe Gäste eingeladen. Schön, dass Sie da sind. Er ist der erste Vorsitzende des FCK-Fanclubs Herzblut-Teufel. Und er zeigt die Fahne trotzdem ganz stolz nach oben in Ludwigshafen-Mundenheim. Hallo Dietmar Bolten. Ja. Und als Bürgermeister von Oppenheim kümmert er sich tagsüber um die schöne Stadt am Rhein. Und nach Feierabend ist er aber mit Leib und Seele ein FCK-Fan. Hallo Markus Held. Hallo. Ja, 1:0 gab es in Gladbach. Und als Kellerkind haben Sie da langsam Angst um Ihren FCK, Dietmar? Nee. Also, es ist eigentlich noch gar nichts passiert. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt im kommenden Wochenende 3 Punkte holen. Und dann ist alles wieder im Lot und die Euphorie steigt wieder. Und dann warten wir einfach ab. Ich habe kein Problem damit. Markus, darf so ein goldener Schuss den FCK schon wieder so demontieren? Naja, wenn es nur ein goldener Schuss gewesen wäre, wäre es ja einfach. Aber die letzten Spiele liefen wirklich nicht gut. Und in der letzten Saison war es auch schwer in der ersten Hälfte. Aber dann hat die Moral in der Mannschaft gestimmt. Man hat immer gesehen, eigentlich hätte man die Spiele auch gewinnen können. Das ist bis jetzt noch nicht erreicht. Und deshalb ist die Frage, wer die Tore schießen soll in den nächsten Spielen. Ich glaube, die Frage stellen sich viele FCK-Fans. Und ich glaube, daran muss man in den nächsten Tagen und Wochen hart arbeiten. Die FCK-Fans haben sich auch natürlich reihenweise geäußert auf der Facebook-Seite des Vereins. Das ist immer ganz nett, um so eine Stimmung mal rauszukriegen. Ich habe ein paar Zitate mal rausgeholt. Arbeitsverweigerung hoch 3. Da hat Birgit Prinz bei der Frauen-WM mehr Torgefahr ausgestrahlt. Oder kein Kampf, keine Leidenschaft, kein Herzblut, kein FCK. Dietmar, das ist hart zu hören, ja, oder? Ich denke, wenn man so nach einer Niederlage das erstmal verdauen muss, da rutscht so ein Spruch schon mal locker über die Lippen. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, also defensiv stand man gut. Wirklich. Und dass der Gladbacher Stürmer oder der Gladbacher Spieler die Flanke reinbringen kann, weil der Fortunis schläft und der steht am linken Torpfosten frei, der Gladbacher nimmt den Volley aus 5 Meter, hallo, da ist nichts zu machen, passiert, fertig. Da kannst du nichts machen. Dass nach vorne nämlich nichts gegangen ist, hoch, weit, das bringt nichts, weil der Schächter ist jetzt nicht der Riese. Kopfballstark, das wird ihm auch nicht gerade nachgesagt. Ne? Da muss flach angespielt werden. Und da denke ich schon, wenn der Nemec wieder fit ist, dass der den flach anspielen kann, dass da ein bisschen mehr was geht. Der Nemec kann den Ball halten, der kann abschirmen und der findet vielleicht die Lücke für den Schächter und dann sehen wir weiter. Da hoffen wir mal drauf. Markus, was entgegnen Sie solchen Fans und Stimmungen? Ich meine, klar, das kriegt man mit. Und gerade die FCK-Fans, die haben besonders viel Herzblut, wenn es um ihren Verein geht und wenn es dann mal nicht so läuft. Ne? Ja, man muss immer wieder sehen, bei FCK ging es ja vor 2 Jahren, 3 Jahren noch gegen den Abstieg in der 2. Liga. Das waren schwere Zeiten. Trotzdem war die Hütte voll mit 50.000 Besuchern auf dem Betzenberg. Das kann man mit anderen Vereinen auch in der Region nicht vergleichen, die Begeisterung, die Euphorie. Und deshalb bin ich auch sicher, dass unsere Fans auch diesmal hinter dem FCK stehen. Das ist gar keine Frage, aber es muss natürlich umgekehrt auch was kommen. Wir als Fans und die Zuschauer insgesamt haben es auch verdient, dass Leistung gezeigt wird. Und ich denke, vor allem im offensiven Bereich ist da noch viel zu machen. Da fehlt es, außer beim Schächter, glaube ich, an allen Stellen. Und im Zweifel ist, denke ich, dann auch das Management gefordert, irgendwo dafür Verstärkung zu sorgen, weil es sind einige Abgänge, Luggage und andere, die gegangen sind. Und außer Schächter ist da kein wirklicher Ersatz gekommen. Also hoffentlich wird es nicht zur Krise in den nächsten Wochen, weil ob man das in der 2. Hälfte dann noch rausholen kann, das wäre fraglich. Insofern hoffen wir auf die nächsten Spiele, dass es dann ein bisschen nach vorne geht. Sie sprechen es an. Ilicevic ist gegangen, auch für 4 Millionen angeblich gab es dafür in die Kasse. Sie fordern aber Verstärkung. Ich meine, die ist von Stefan Kunz jetzt erstmal abgesagt worden, zumindest mal bis zur Winterpause. Dietmar, sehen Sie das auch so? Muss da noch was kommen oder reicht eigentlich, was da ist? Also, wenn die Verletzten fit sind wieder und dann haben wir noch den Wermut im Mittelfeld. Man ist jetzt nicht der Heilsbringer, nehme ich mal an. Der muss auch erstmal sich akklimatisieren in der Bundesliga. Aber
das ist auch ein guter Techniker. Und im Zusammenspiel mit Schächter und der Nemitz noch dabei und dann ist vielleicht der Dodge, der macht vielleicht auch noch ein bisschen was. Wir müssen halt vorne ein bisschen was bringen. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Also jetzt ist der Zug sowieso durchgefahren. Bis zur Winterpause kann man nichts machen. Und ich bin froh, dass der Stefan Kunz die Nerven behält und erstmal den Ball flach hält. Abwarten. Wenn wir jetzt nicht nur 3-4 Spiele am Stück verlieren sollten, dann brennt natürlich der Baum da oben. Das ist ja klar. Aber davon geht also keiner aus. Also es muss ja auch nicht letztendlich durch Einkäufe sein, wenn man sieht, dass der FCK ja eine der vorbildlichsten Jugendarbeiten hat und hier ja auch im Bereich A-Jugend etc. Gute Spieler hat, dann sollte man auch jungen Spielern jetzt in so einer Situation mal die Chance geben, auch mal zum Einsatz zu kommen, um auch letztendlich da Bundesliga-Einsätze zu generieren. Ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, um für mehr Motivation zu sorgen in der einen oder anderen Position. Und das würde kein Geld kosten und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, bis in die Winterpause das ein oder andere zu verbessern oder ja, die ein oder andere Position, die eben verletzungsbedingt ausgefallen ist, zu ersetzen. Also ich denke, wenn man so einen jungen Spieler bringt, dann muss das Ergebnis, da muss der FCK schon mal 2-3-0 führen und dann kann man den vielleicht in der letzten halben Stunde bringen. Aber von einem jungen Mann zu fordern, wenn wir 1-0 zurückliegen, er soll dann das Spiel rumreißen, also ich glaube, da ist so ein Spieler überfordert. Ja, wenn alles in ruhigen Bahnen läuft und wir sind haushoch vorne, dann kann man mal so einen bringen. Im Kader war er ja. Aber auch das ist nicht passiert in den letzten Wochen. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Insofern kritisiert sich es natürlich immer leicht von außen, das ist mir auch bewusst. Aber es muss auf jeden Fall eine Veränderung in den nächsten Wochen kommen, damit auch wieder gefeiert werden kann auf dem Betze. Und das ist erforderlich. Das ist, was wir ja auch hoffen. Florian Dick hat vor dem Spiel in der Allgemeinen Zeitung versucht, mal diese desaströse Tabellenplatzsituation in Worte zu fassen. Das ist einfach das zweite Jahr. Im letzten Jahr waren wir der Neuling und auch für die Gegner relativ unbekannt. Jetzt werden wir anders wahrgenommen. Ist das eine wirklich gute Erklärung oder ist das eigentlich nach Ausflüchten gesucht? Also, ob erstes oder zweites Jahr, das ist auch so ein Spruch, 5 Euro ins Phrasenschwein, das zweite Jahr ist immer schwieriger. Hallo? Ich kenne jetzt die Statistik nicht, ob die Zweijährigen öfters abgestiegen sind als die Einjährigen. Ist im Prinzip ja wurscht egal. Und unterschätzen tut heutzutage keine Mannschaft mehr eine andere. Das ist vorbei, das glaube ich nicht. Die Bayern unterschätzen uns auch nicht mehr. Dortmund, die ganzen Spitzenmannschaften unterschätzen uns nicht. Die wissen, was sie können, die wissen, was wir können. Und von der Papierform haben wir nochmal was gegen die keine Chance. Fertig, so ist es. Also wenn die Mannschaft die gleiche wäre wie in der letzten Saison, könnte ich die These unterstützen und könnte sagen, okay, dann hat man sich eher eingestellt auf die Gegner. Man muss ja sehen, dass die Abwehr mehr oder weniger bestehen geblieben ist in dieser neuen Saison. Aber alles, was davor ist, im Grunde ausgetauscht wurde. Und es ist natürlich auch mal die Frage zu stellen, warum Spieler wie ein Hoffer, der ein paar Mal reingekommen ist und gute, wichtige Tore gemacht hat, gegen Freiburg zu Hause, in Stuttgart, warum solche Spieler in Lautern nicht gehalten werden konnten und zum Zweitligist nach Frankfurt gewechselt sind. Die fehlen natürlich jetzt, solche Joker, das muss man einfach sehen. Insofern haben wir eigentlich jetzt eine ganz andere Mannschaft. Wir haben einen zusätzlichen Stürmer, der von einem Absteiger St. Pauli gekommen ist und dort auch nicht gerade mit Leistung geglänzt hat. Der soll jetzt plötzlich für Tore sorgen und trifft einen Ball noch nicht mal. Also da ist die Unzufriedenheit bei den Fans, glaube ich, auch berechtigt. Und die sollte ruhig auch mal artikuliert werden. Ich meine, um auf das Spiel nochmal zurückzukommen, der Sieg für Gladbach geht in Ordnung, denke ich. Ja, also die hatten besseren Chancen. 0-0 hätte man vielleicht halten können. Ja. Aber sehen Sie anders? Oder? Wenn das 1-0 nicht gekommen wäre, die Abwehr stand kompakt. Vorne waren keine Chancen, aber ein Punkt hätte durch ein 0-0 drin sein können. Das glaube ich schon. Das war eben eine schlechte Abwehrhaltung, aber die einzige. Alle anderen Situationen haben im defensiven Bereich gestimmt, so wie ich das Spiel habe verfolgen können. Also insofern hat sich die Abwehr schon verbessert in den letzten 2-3 Wochen. Da wurde gut gearbeitet, aber alles vor der Abwehr, das sehe ich noch mit großen Bedenken. Vielleicht machen die 05er am kommenden Samstag noch mal so viele Eigentore wie am letzten. Dann könnte man natürlich auch ohne eigene Stürmer das Spiel gewinnen. Ja.
Also wir haben es bei uns in unserer Fankneipe im Schlossgarten gesehen. Und die Stimmung wurde von Minute zu Minute schlechter, weil du guckst in die Glotze rein und du meinst, jetzt muss doch endlich mal was passieren. Und es kommt nichts. Hoch, weit, vorne rein, was will der Schächter mit so Bällen anfangen? Der kann die doch gar nicht verarbeiten. Ja. Und wenn der Tiefert den Fallrückzieher reinmacht, dann ja, klasse Aktion, klasse gehalten vom Tormann. Ja, aber auch so nicht aus einer Situation rausgespielt, sondern mehr oder weniger ein Zufallsprodukt durch eine Flanke von der Seite. Also das war halt mal ein Zufallstor, wäre es dann gewesen. Ja. Ja, es ist die Frage. Also auch die Rheinpfalz titelte ein Sturm ohne Stürmer. Wer soll es machen beim FCK? Ist der Schächter schon so weit? Kommt der Nemec noch in die Gänge? Was mit dem Olcay? Also da sind ja, da ist ja Personal da, aber noch, jeder hat ja sein individuelles Problem irgendwie. Aber die Zeit läuft ja so ein bisschen auch. Wer soll es machen, Dietmar? Also, man muss das Personal, das man hat, muss man eben versuchen, optimal einzusetzen. Ich glaube nicht, dass der Kurt sich hinstellen sagt, jetzt spielt mal schön und ihr könnt von mir aus auch hoch weit, das ist egal, der wird denen schon irgendeine Marschroute geben für das Spiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der immer gesagt hat, hoch weit und so auf den Schächter, das kann ich mir nicht vorstellen. Also haben sie entweder das nicht umgesetzt, was der Trainer gesagt hat, oder sie können es nicht und das gibt es nicht, die können es spielen. Also wirklich vom Leistungsvermögen her sind die, was ich das erste Mal gesagt habe, als ich hier war, 10.12. Also ich denke, bei Schächter liegt tatsächlich das Potenzial, auch für diese Saison sicher. Er hat sich sicherlich erstmal umstellen müssen von Israel hierher. Ist eine andere Liga, ist eine andere Qualität auch in den Abwehrbereichen bei den gegnerischen Mannschaften. Es ist halt nicht so, dass man wie in Israel 3-4 Männer 1-gegen-1 durchlaufen kann. Also insofern muss er sich eben auch umstellen, was seinen Spielstil angeht. Und da sehe ich aber tatsächlich noch Potenzial, weil er sicherlich auch motiviert ist, dass er auch in der Bundesliga was reißen will. Er sieht das sicherlich auch als eine gewisse Botschaft an für sein Land und die Chance, hier in Deutschland spielen zu können. Da sehe ich tatsächlich das Potenzial, das sollte eben stärker genutzt werden. Aber er muss natürlich auch in diese Mannschaft noch besser integriert werden, das ist angesprochen. Die Anspiele müssen stattfinden, er kann nicht allein von der Mittellinie aus zum Tor laufen. Das bringt keinen Erfolg. Insofern merkt man schon, dass es eine komplett neue Zusammensetzung ist, außer in der Abwehr, ja, im Vergleich zur letzten Saison. Aber er hat es 2-3 Mal geschafft, 2-3 Leute bis zur Torauslinie auszutanzen und hat noch den Ball nach innen gegeben. Da stand halt keiner. Ja. Hallo? Genau. Aber drauf hat er es, mit auf Sicherheit. Auf jeden Fall, sehe ich auch. Und irgendwann platzt der Knoten und dann passt es. Das denke ich auch. Hoffen wir, dass das noch bald passiert. Ja, also nicht, dass wir werden es erleben. Na, stimmt. Ja, trotz Niederlage hat Trainer Marco Kurz dem Spiel etwas Gutes abgewonnen. Da hat er sich in der Rheinpfalz geäußert. Wir haben taktische Fortschritte gemacht, wenig zugelassen. Gladbach die Stärken in der Offensive genommen, aber nach vorne fehlte dem einen oder anderen der Mut. Wem fehlte da am meisten der Mut? Markus, was mal sehen. Der Mannschaft insgesamt, würde ich sagen, fehlt der Mut. Ein oder andere, also spricht ja schon von individuellen Spielern. Es wird sicherlich differenziert, das ist klar. Es gibt ja auch immer wieder die Auswechslung im defensiven Bereich bis ins Mittelfeld rein. Auch da sicherlich darf man auch die Spielweise von Rodney in den letzten Wochen nicht ganz unkritisiert sehen. Also wenn ich mit meiner Hobbymannschaft mittwochs antrete und so viel Fehlpässe mir erlauben würde, dann müsste ich mindestens einen Kasten Bier danach ausgeben. Ob das reichen würde, mag ich zu bezweifeln. Wie viel Bier er spendiert hat, schon wissen wir nicht. Genau, also ich denke, auch da, die Spieler verdienen viel Geld, die Spieler spielen in der ersten Liga, das sind allen bewusst, die können es auch. Und wenn das bei mal einem Spiel 2-3 Fehlpässe gibt, mag jemand einen schlechten Tag haben. Wenn das die nächste Woche passiert, kann man sagen, es war ein starker Gegner wie Bayern. Aber wenn das über Wochen hinweg
immer wieder die gleiche Situation letztendlich entsteht und der 3, 4, 5 Bälle dem Gegner vor die Tür setzt und zum gegnerischen Alleingang sozusagen aufruft, dann muss man sich wirklich fragen, ob der Mann nicht wirklich auch mal ausgetauscht werden muss und die Position anders besetzt werden muss, weil in diesem defensiven Bereich sind ja einige Spieler da und ich denke, die Position wäre auch anders zu besetzen. Rodney hat in der letzten Saison einen sehr guten Job gemacht, gar keine Frage, aber wenn er im Moment so stark eine Krise hat, dann darf man auch sowas in Frage stellen und das müsste, glaube ich, auch kritischer vom Trainer durchleuchtet werden, auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube, langsam wird es ein bisschen nervend, auch für die Anhänger. Ja, also wir sind es ja gewohnt, dass er in jedem Spiel einen Bock hat er immer. Ne? Ja, ja. Und ist halt auf der Position sehr gefährlich, weil, so wie du gesagt hast, das lädt zum Kontern ein und dann ist es vielleicht 10 Meter hinter der Mittellinie, dann haben sie nur noch 30 Meter zum Tor. Hallo? Und wenn die Außen besetzt sind und der Ball kommt in die Mitte und da steht einer, da braucht nur noch eins und Ding oder wie auch immer. Das ist natürlich unschön, aber gut. Er hat auch schon klasse Spiele abgeliefert. Ne? Also, es ist ein guter Spieler, aber wie gesagt, manchmal denke ich, ach Gott, hoffentlich. Ist der Ball stoppt gleich richtig? Ja. Die Gladbacher sprachen nach dem Spiel von einem Arbeitssieg. Viel Mühe hat es gemacht und harter Gegner und so weiter. Davon kann man sich natürlich als FCK hinterher nichts kaufen. Aber waren Sie wirklich dementsprechend gut? Waren Sie gut aufgestellt? Was können Sie dem Spiel abgewinnen von FCK? Also dem Positiven? Ja, also dass wir hinten gut gestanden sind, das ist schon mal positiv. Und das war es auch schon. Also nach vorne ging gar nichts. Mittelfeld existierte nicht, mehr oder weniger. Und Sturm, null. Bis auf ein paar Aktionen vom Schächter, die auch nichts eingebracht haben. Es war unterm Strich enttäuschend, ganz einfach. Also wenn man die ersten Spiele sieht, war Bayern natürlich überragend, gar keine Frage. Aber eine Mannschaft, die in der Saison am Anfang auch hervorragend gespielt hat, war Gladbach. Wie am Ende letzter Saison auch. Insofern, sage ich mal, ist es keine Blamage, gegen Gladbach auswärts 1-0 zu gewinnen, zu verlieren. Das kann man sich schon mal erlauben, so wie man auch gegen Bayern verlieren kann. Das psychologische Problem ist, glaube ich, die Serie. Noch kein Sieg, noch kein Heimsieg. In Köln nicht gewonnen, wo man sonst immer gewinnt. Gegen den Aufsteiger Augsburg daheim nicht gewonnen. In dieser Serie sehe ich psychologisches Problem. Aber wenn man was Positives abgewinnen kann, dann glaube ich, dass ich doch tatsächlich in den 2 Wochen auch durch die Auszeit während dem Weltmeisterschaftsspiel im defensiven Bereich einiges getan hat. Und wenn man das dann vergleicht mit dem, wie sich die 05er beispielsweise in den letzten Wochen entwickelt haben, nämlich noch kontinuierlicher nach unten, dann denke ich, ist es zumindest psychologisch ein gewisser Aufwärtstrend, der erkennbar ist. Und der könnte vielleicht und hoffentlich dafür sorgen, dass es in den nächsten Wochen oder am kommenden Wochenende aufwärts geht. Da bin ich überzeugt, weil wir haben auswärts 1-0 verloren. Unser kommender Gegner hat zu Hause eine Klatsche gekriegt. Die haben mit Sicherheit mehr zu knappern daran wie wir. Mhm. Wir können Munder putzen, weil man hofft zwar immer auf einen Sieg, aber so richtig gerechnet hat wohl keiner. Ein Punkt wäre auch okay gewesen, wenn hätte jeder unterschrieben vom Spiel, unentschieden, passt, wär alles super, klar. Ja. Aber dass die Mainzer zu Hause 4-0 eine gekriegt haben, das wird denen noch ganz schön bitter aufstoßen. Vor allem jetzt 2-mal in Folge zu Hause jeweils 4 eingeschenkt zu bekommen, das tut auf jeden Fall weh. Ja. Man merkt, dass Sie beide mit Herzblut bei der Sache sind und schon seit sehr langer Zeit, Markus, Sie, obwohl Sie ja in Rheinhessen Ihr Amt haben, in Oppenheim, haben Sie uns Fotos mitgebracht, die ein bisschen mehr in der Pfalz entstanden sind. Ja? Das ist richtig. Erklären Sie doch mal. Ich komme aus der Nähe von Grünstadt, aus Obrichheim-Mülheim genauer gesagt. Und schon in früher Kindheit bei jedem Stadionfest des 1. FC Kaiserslautern dabei gewesen. Norbert Thienes ist mit auf dem Foto und Andi Brehme beim Autogrammschreiben. Also es war so 1982, 83 und da war ich schon mit meinen Eltern auf jedem Stadionfest. Insofern ist in Fleisch und Blut übergegangen, die Zugehörigkeit zum 1. FC Kaiserslautern natürlich und auch heute noch Dauerkartenbesitzer, wie sich das gehört.
Trotzdem ich in Oppenheim Bürgermeister bin und in Rheinhessen ja bekanntlich auch viele 05-Fans sind. Aber es ist nicht unbedingt die absolute Mehrheit. Also es gibt auch sehr, sehr viele FCK-Anhänger in Rheinhessen. Und insofern bin ich da nicht allein und kämpfe dann immer an gegen die Mitbewerber. Als junger Bub mit roter Kappe und rotem Shirt, großartig, an die Breme im Nacken. Dietmar, Sie haben bestimmt auch noch so ein paar Raritäten im Schrank. Ja, ich habe also einen ganzen Schrank voll Klamotten, so Devotionalien, ne, so Schals, alles Mögliche. Erinnern Sie sich noch an einen Moment mit einem Spieler, wo Sie sagen, den vergesse ich nicht mehr? Also ich habe jahrelang im Ruhrgebiet gewohnt und war bei der Bundeswehr irgendwo anders und bin also nicht immer da oben gewesen. Und so direkten Kontakt mit Spielern, ich war nicht so ein Autogrammjäger, das mache ich auch heute nicht oder habe ich auch nie gemacht. Stadionfest mich 3 Stunden anzustellen, das ist mir dann zu viel, das mache ich nicht. Aber ein Spieler, mit dem ich jetzt persönlich Kontakt gehabt habe, den Lakic habe ich mal so im Arm gehabt, ja, okay. Aber es hat sich auch erledigt. Ja, ich mache auch aufs Trikot keinen Namen mehr von Spieler drauf. Das ändert sich ja so oft. Außer Fritz Walter oder meinen eigenen Namen. Dann weiß ich, das passt immer. Und ansonsten, ja mein Gott, wir wollen da versuchen, irgendwie noch, wenn wir Fanclub-Treffen haben, mal. Ich wollte den Hans-Peter Briegel heute einladen, dass er mal zu uns kommt. Ne? Aber das wird sich auch noch ergeben. Beim nächsten Mal dann. Ja, weil da habe ich nämlich einiges mitgebracht, gedacht, er könnte unterschreiben. Und weil mein Vize, der war 17 mit dem Schnäuzer und hat er den Briegel mal getroffen in Ludwigshafen der Stadt und haben sie ein Foto gemacht und das wollte er dann mitbringen und ja gut, okay, alles klar. Schön. Ja, über den FCK, da hat man so viel Erinnerung auf jeden Fall über all die Jahre und wir hoffen, dass das erstklassig bleibt, ja. Schauen wir noch aufs nächste Spiel. Wir haben es schon angesprochen, es wird ein heißer Tanz auf dem Betzenberg, das Rheinland-Pfalz-Derby gegen Mainz 05. Mainzer gerade mit einer 0-4-Klatsche zu Hause sind wahrscheinlich ein bisschen angestachelter, aber der FCK ist in dieser Situation wahrscheinlich absolut auch nicht zu unterschätzen. Dietmar, was erwarten Sie vom Spiel? Ich weiß, dass die Fans den FCK pushen wird ohne Ende. Es gibt ein Kampfspiel, muss es geben, logischerweise. Die Mainzer werden auch nicht zurückstecken. Aber wie gesagt, der psychologische Vorteil sehe ich auf unserer Seite. Und wenn es Anfang gut läuft und wie gesagt, die Stimmung dann jeweils umspringt von Mannschaft auf Tribüne und umgekehrt, dann werden wir die Mainzer 2-3-0 absägen. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Aber ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und gerade bei so einem entscheidenden Spiel, ich sag mal, wenn der FCK sowas gewinnt, dann ist egal, was vorher war. Das ist so ein Momentum, so ein Gefühl der Ehre, ne, was ja beim FCK besonders mitspielt. Auch natürlich so ein Pusher für diese Spiele. Na klar, es ist die Konkurrenz zwischen Mainz und FCK. Ich weiß noch, als die Mainzer aufgestiegen sind, habe ich mich richtig gefreut für die. Weil die haben schön Fußball gespielt und fand ich klasse. Dann gab es ein bisschen Unstimmigkeiten zwischen den Fans und so, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und jeder soll seine Fankultur, die er meint, haben zu müssen, soll er leben. So, da mische ich mich nicht rein. Genau. Ich habe nichts gegen die und ist für mich okay. Nur, es gibt immer so ein Sprichwort. Also wir haben 4 deutsche Meistertitel, 2 Pokalsieger und Mainz hat 0-0-0-0. Es soll immer fair zugehen. Richtig, das ist, denke ich, wichtig. Richtig. Und ich glaube, in so ein Derby wird häufig auch zu viel reingetragen an Emotionen. Schade auch jetzt, was man wieder aktuell in der AZ lesen muss. Da werden in Mainz Aufkleber gedruckt. Ich möchte es gar nicht zitieren, was da draufsteht. Da vermisse ich auch irgendwo ein Dementi von Vereinsseite. Der eine ist Laudern-Fan, der andere ist 05-Fan, aber es geht um Sport und der Bessere soll gewinnen. Letztes Jahr haben die Mainzer 2-mal gewonnen.
Im Hinspiel hatten die Lauterer gute Chancen, das hätte auch unentschieden ausgehen können, aber es ist am Ende Sport und es wird immer so getan, die einen sind die Bösen, die anderen sind die Guten. Auf dem Betze geht es halt hoch her, so war es schon immer, das ist die Qualität vom Betzenberg, so soll es auch bleiben. Deshalb glaube ich auch, dass der große Vorteil am Samstag sein wird, dass der FCK mit 12 Mann auf dem Platz stehen wird, 11 plus Publikum. Da kommt Mainz 05 nicht mit, auch im neuen Stadion nicht. Das ist einfach nicht vergleichbar, was die Atmosphäre und die Stimmung angeht. Aber das meine ich auch nicht abwertend. Ich habe auch nichts gegen die Mainzer. Bin froh, dass zwei Bundesligisten aus der Region in der ersten Liga sind. So sollte es auch bleiben. Aber man sollte es auch beidseitig unterlassen, immer so die einen gut, die anderen böse dastehen zu lassen und so die Leute anzuheizen. Ich denke, daraus entsteht sehr viel unnötige Aggression, auch jetzt wieder in den letzten Tagen, die da versucht wird anzusticheln. Und ich denke, da sind wir alle aufgerufen zu sagen, wir sind gute Sportsleute, wir sind gute Fans, wir können die 90 Minuten auch mal mit vollem Karacho für unsere Mannschaft eintreten. Das ist gar keine Frage, aber man sollte nicht das umsetzen, was versucht wird, von dritter Seite reinzutragen, ob das von Medien ist oder von Gruppen, die auch offiziell nicht von den Vereinen kommen. Und da denke ich, sollten auch die Vereine entsprechend eintreten und dagegen aufstehen. Ja. Der Fußball lebt halt von Emotionen. Und also, wenn mein neunjähriger Sohn dabei wäre, den nehme ich nicht mehr so oft mit, da müsste ich schon manchmal überlegen, welches Wort mir demnächst dann über die Lippen käme. Mhm. Weil das ist er von mir dann wahrscheinlich nicht gewohnt. Aber so ist es halt. Also verbal kann man schon ruhig mal einen draufgeben. Aber das war es dann auch schon. Ja? Man muss sich ja abreagieren. Ja? Also ich muss das rauslassen. Genau. Und wenn's dafür dann hat man die Dauerkarte. Ja, ne? Mein Gott, das ist halt so. Ne? Wobei, ja, die FCK-Fans sind ja jetzt auch keine Kinder von Traurigkeit. Also die 05-Fans auch nicht, wenn ich daran denke, als die 05er auswärts jetzt im UEFA-Cup, im Europacup ausgeschieden sind. Da waren sie auch kein Kind von Traurigkeit. Und die Pfiffe gegen Schalke, die hat, glaube ich, auch jeder gehört. Insofern sollte man nicht immer so tun, dass Mainz 05 der Verein der Familien, der Frauen, der Kinder ist. Ich war selbst als Kind schon auf dem Betze. Heute sind massenweise Familien und Kinder. Wir haben einen eigenen Familienblock. Also es gibt nicht die Guten und die Schlechten. Ich glaube, der Sport, der Fußball ist ein Familiensport. Mittlerweile in der Bundesliga in fast allen Vereinen. Nicht nur in Mainz 05. Auch in anderen Vereinen dürfen Frauen ins Stadion, dürfen Kinder.